Hallo und herzlich willkommen. Jetzt hoffe ich, dass das Video lauter sein wird, weil ich immer wieder höre, dass es zu leise ist. Und ich habe jetzt da nochmal geforscht, was ich da noch machen kann, dass es noch lauter wird, weil ich ja das schon mal gemacht habe. Ein kleiner Aufwand mehr, aber ich mache ja das gerne. Genau. Am Montag um 18 Uhr bis ca. 21 Uhr mache ich ein Online-Seminar zum Thema Informationen transformieren. Also Informationen löschen aus der Nahrung und neue Informationen eingeben. Auch im Wasser. Und auch wie wir Informationen aus der Erde, aus der Natur aufnehmen können im Körper. Also auch wenn wir einen Mangel haben, wie wir auch da über die Energien, weil alles Energie ist, alles eine Information in sich trägt, wie wir das aufnehmen können. Das ist am Montag. Und ab Juni findet dann der neue Zyklus Selbstbefreiung statt. Und da lerne ich dir, wie du mit ganz wundervollen Methoden auch ganz viele Themen lösen kannst. Verschiedene Methoden, die aus meiner Schatztruhe oder aus meinem Schatzkästchen, die ich weitergebe. Und das ist ein, ja, sag ich mal, richtig großes Geschenk, dass ich von verschiedenen, aus der geistigen Welt, von Lehrern, von verschiedenen Orten zusammengesammelt habe und einfach das, was ich als die kraftvollsten, einfachsten Methoden, die jeder Mensch auch anwenden kann, ohne Vorkenntnis. Weil es darf immer einfacher und immer leichter gehen. Die Energien sind im Moment auch sehr hoch und Heilung kann ganz schnell gehen. Ich hatte letztens eine Sitzung. Wir machten eine Auflösung karmische Auflösung zwischen ihr und einer anderen Person. Und kaum hatten wir angefangen, strahlte sie und sagte, es ist nicht mehr da, es ist nicht mehr da, es ist alles gut. Machten weiter und so ging es irgendwie ganz schnell voran. Und ich dachte, ja, es ist schon wunderbar, die Bereitschaft ist jetzt einfach da. Ja, und jetzt möchte ich mich mit der Mutter des Lichts verbinden und schauen, ob vielleicht noch jemand dazukommt. Ja. Wenn ihr auch mal Fragen habt, könnt ihr auch, also an die geistige Welt, könnt ihr die auch schreiben, weil es ist manchmal umso klarer eine Frage, umso klarer eine Antwort. Und ich mache ja oft einfach, dass ich darum bitte, was sie uns jetzt einfach mitteilen möchten. Oder was gerade auch von den Energien her wichtig ist oder aufzulösen ist. Aber ich bin da auch offen für eure Fragen.
Und jetzt verbinde ich mich mit der Mutter des Lichts. Du kannst dich auch ganz mit ihr verbinden. Von Herz zu Herz. Und die Energie wahrnehmen. Entschuldigung. Auch fühlen, wie sich das anfühlt in deinem Herz. Und ich nehme so das Bild wahr, wie sich das Feld ganz öffnet. Die Verbindung zu ihr. Und sie überreicht so eine, also ich nehme es so wie eine goldene Kugel wahr. Und sie sagt, das Gold der Schöpfung, Gold im Bewusstseinsfeld, die Aura in diesem Gold baden. Sie sagt, öffne dich ganz dieser Energie, das goldene Licht. Und lass dich ganz durchströmen in deinem Körper, deine ganze Aura, durch all deine Schichten. Sie sagt, die Botschaft wird heute ein Engel verkünden. Und ich nehme Erzengel Michael, aber auch Erzengel Metatron wahr. Erzengel Michael kommt näher so ins Feld. Und er sagt, das goldene Licht, die Aura im goldenen Licht, das Bewusstseinsfeld, Gold, schenkt die reine Kraft, dein Bewusstsein zu erhellen, die Klarheit des Schöpfertums, des Schöpfens, der eigenen Frequenz verstärken. Diese Energie noch mehr zu erweitern, das Wissen, das Wahrnehmen. Ich, Erzengel Michael, ich erkenne die Erdengeschichte, das, was jetzt geschieht auf der Erde, die Menschen, das Wesen, Mensch sein. Ich erkenne, dass wir, das,
was sich jetzt so verzettelt, die Gruppierungen, die Anlässe. Es ist eine Verwirrung. Und es hat mit einer tiefen oder so wie tief schwingenden Wahrnehmung zu tun. Und ich sage, wichtig ist die Energie, die dir jetzt zur Verfügung steht, wahrzunehmen. Die Heilung im eigenen Geist, die Heilung im eigenen Feld, um diese Energien im Außen immer mehr loszulassen, deine eigene Frequenz zu erhellen, das Leiden, die Angst, der Schmerz, die Trauer und diese vielen verwirrten Informationen schenken dir kaum einen inneren Frieden, wenn du dich in dieser Energie befindest. Kannst du kaum deine Energie befreien. Es zieht dich in diese Strudel der Gedanken, der Machenschaften, der Energien, die von ganz vielen verschiedenen Orten so wie für Verwirrung sorgen. In alle Richtungen werden Menschen sowie in verschiedene Gruppierungen hereingezogen. Und jeder glaubt, die Wahrheit zu wissen. Die Wahrheit ist nichts, das von außen herkommt. Die Wahrheit erkennst du im Zentrum, ganz bei dir, in deiner Klarheit. Informationen, die du selbst erkennst, das wahre Selbst, das, was dich ausmacht und das, was dich selbst auch von dieser Ablenkung befreit. Eine neue Erde, ein neues Wissen. Ein neues Erkennen findet in dir selbst statt. Es ist nicht das Drama oder etwas Dramatisches. Es ist die Sicht aus deiner Mitte heraus, aus deiner inneren Ruhe, den Geist, die Gedanken neu zu formen, neu zu erkennen und aus dieser Sicht jetzt habe ich das Bild wie ein Schwamm, ein großer Schwamm, der dann das Äußere wie reinigt.
und das auch das goldene Licht. Kannst du jetzt über deinen Scheitel, in deinen Kopf, in deinen ganzen Körper aufnehmen. Durch alle Schichten das Energiefeld, durch die ganze Aura. Gold, kraftvoll, stärkend. Und dieses Gold stärkt dich von innen nach außen, ein klarer, kraftvoller Schutz. Und ich nehme das jetzt so sehr kraftvoll und auch so entspannend, sehr entspannend wahr und auch zentrierend. Und er sagt, die Kraft in sich selbst, das Befreien alter Strukturen, alter Gedankengängen, das Befreien des Egos, das Ego, das so viel wissen möchte, das so viel zeigen möchte. Erkenne dich in dieser Energie, in deinem Körper, ganz verbunden mit der Erde, ganz mit dir, in deinem klaren Raum. Und wir unterstützen dich noch tiefer, noch freier und noch klarer, die Antworten in dir selbst zu finden. In Verbindung zu dir, zu euch, Erzengel Michael. Ich bedanke mich. Hat sich jetzt für mich sehr kraftvoll angefühlt, stärkend und so, ja, richtig. Diese eigene Kraft wahrzunehmen. Ich wünsche dir jetzt ein ganz kraftvoller Tag, Wochenende, gute Zeit. Bis bald. Ciao.